Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich nicht alleine, denn die liebe Melli ist da! Melli und ich wollten nämlich immer so ein bisschen uns vorbereiten, denn gleich gehen wir auch zusammen live. Also ihr habt das live schon gesehen, das ist im i verlinkt. Aber ja, wir wollten uns jetzt natürlich dafür präparieren. Das heißt, wir müssen uns erstmal ein bisschen Schminke ins Gesicht packen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein Teil läuft hier, der andere Teil läuft bei ihr. Also schaut gerne bei Melli auch vorbei, um Teil 2 nicht zu verpassen. Und die Produkte, die ich so finden kann, sind natürlich in der Infobox verlinkt, aber wir werden heute vornehmlich quatschen. So soll es sein. Ja, wir starten, glaube ich, einfach direkt mal los mit Primer und so einem Kram. Und ne, wir verwenden jetzt einfach Produkte. Wir haben auch so ein bisschen Fragen gestellt im Community-Tab und werden hier auch immer wieder so ein bisschen... Wir sind heute so groß und so hoch, ne? Das ist so unglaublich. Wir haben Fragen gestellt, die wir jetzt zum Teil beantworten. Ein paar beantworten wir auch, wie gesagt, bei Melli und im Live, ne? Und ja, wir starten jetzt einfach mal mit der ersten Frage. Ich muss da erstmal wieder hinscrollen. Ihr wart so fleißig, Leute, das muss man wirklich sagen. Wie viele Fragen hast du gestellt bekommen? 77 Kommentare waren da drunter. Und das sind teilweise mehrere Fragen in einer Frage. Also das ist unglaublich. Delicious Dream 3 hat gefragt, oh schön, darauf freue ich mich. Meine Frage bezieht sich auf eure Lieblingsmusik. Welches Lied lässt euch niemals stillsitzen, wenn es gespielt wird? Und welches macht ihr an, wenn es euch gerade mal nicht so gut geht? Also als Seelenstreichler quasi. Liebe Grüße aus dem Saarland. Hui. Halleluja. Für so einen richtigen Musikfan ist das eine ganz schön schwierige Frage. Ja, du bist da, glaube ich, ein bisschen mehr into it als ich. Mhm. Also ich bin ja mittlerweile sehr, ich mache das Radio an und ab geht die Party, ne? Also ich meine, 90er Party, mach die entsprechenden Lieder an, kann ich zu abgehen oder auf Partys generell, da bin ich auch tiefenentspannt, ne? Mhm. Da höre ich ja alles. Also wirklich von Pop über Punk, über Metal, über Hip-Hop, Techno, gehe ich halt so ab. Also ja, was ist denn so ein typisches... Boah, da muss ich echt mal kurz überlegen. Jetzt kannst du erst antworten, welches Lied mich quasi so richtig aus der Reserve lockt. Also richtig aus der Reserve locken ist im Moment bei mir von Avril Nation The Best. Finde ich richtig geil. Okay. Oder von, ich weiß gerade gar nicht, Division Kent heißen die. Und das Lied heißt, schau mich an, ich bin die Schönste. Muss ich mir definitiv mal anhören. Ultra coole Lieder beide. Da geht man zu ab, das macht total Spaß. Und bei, was mich so richtig, also wenn ich traurig bin, was ich mir dann anhöre, ist tatsächlich super unterschiedlich. Manchmal möchte man ja, dass es einem besser geht. Mhm. Und dann hört man eher poppigere Lieder und... Manchmal möchte man sich so richtig schön in seinem Leid suhlen und dann ist es was anderes. Also tatsächlich, also ich, ja, im Leid suhlen. Ich mag das gerne, wenn ich richtig traurig bin, dass ich schreie. Mhm. Weil wenn ich richtig traurig bin, dann ziehe ich mich meistens zurück. Aber das ist ja genau das Falsche. Mhm. Und dann höre ich zum Beispiel so wie hier die Ärzte schreien nach Liebe. Mhm. Oh, kann ich dazu schreien, Leute? Mhm. Hättet ihr mich auf dem 90er Festival gehört? Wärt ihr da gewesen, ihr hättet mich wahrscheinlich gehört. Definitiv. Und ein Lied, was halt bei uns klickenmäßig so ist, wo wir halt alle total zu abgehen, ist, sind das die Prinzen oder wer ist das? Dieses Lena-Lied. Lena. Weiß ich gerade gar nicht. Das ist so ein richtiges Old-Lied. Nee, das ist pur. Pur, genau. Weil wir halt eine Freundin haben, die Lena heißt, ne? Und dann wird dann halt immer um Lena drum herum getanzt, ob sie will oder nicht. Dann muss sie halt nun mal durch. Wir haben natürlich auch unsere großartige Dalton-Pflege als Basis komplett so schon drunter. Ja, gut, also, dass du's sagst. Da gibt es jetzt ja gerade 20% Rabatt mit Beauty Melanie und mit Beauty Claudi. Ne? Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr dort gerne mal vorbeischauen. Aber jetzt, also du verwendest gerade nämlich auch was von Dalton. Die Dalton BB Cream, die ist leider, ich versau sie mir gerade total, die ist leider nur noch in einer Farbe gibt, aber die eine Farbe ist bei mir einfach perfekt. Du hast halt einfach inklusive, also das weißt du ja selber, ne? Es ist traurig, dass es die eins nicht mehr gibt. Ja. Aber du hast halt direkt in der BB Cream hast du auch gleich eine schöne Pflege drin. Mhm. Und ja, die bildet auch keine Knötchen, finde ich ganz schön. Mhm. Auf Lichtschutzfaktor, wenn du den passenden Lichtschutzfaktor hast, da im Übrigen auch. Ne? Gibt es eigentlich von Dalton den Lichtschutzfaktor wieder, das geht? Das wird es erst Richtung Herbst, Winter wieder geben.
Das war auch ganz schön großartig, das Zeug. Ja. Deswegen ist es auch ausverkauft. Ja. Ich habe übrigens überall Sand. Also falls ihr euch wundert, dass ich hier ab und an mal mit einem Tuch so an meinem Nacken oder sowas mache. Hast du im Sandkasten gespielt? Ich habe ein Kind, was im Sandkasten gespielt hat und dann zu mir kam und bei Mama auf dem Arm wollte. Umziehen konnte ich mich, aber nochmal duschen konnte ich jetzt nicht. Das ist unglaublich. Ja, das finde ich schade mit der BB-Cream tatsächlich. Deswegen verwende ich jetzt auch gerade von Essence den Skin Tint. Der ist auch großartig. Ja, also wirklich, ne? So richtig geile Produkte, die Dalton dann ins Sortiment bringt, die sind dann halt so zackig, zackig, zackig weg. Mhm. Das ist so, ne? Ja. Ja. Ich finde es immer schön, wenn ich neben Claudia sitze, die schöne Maus, überhaupt keine Pigmentstörung oder irgendwas groß. Und ich muss hier immer großflächig alles ab, wie bei einem Mordfall, als großflächig absperren hier. Ich habe ja eigentlich schon so ein paar Pigmentflecken, ne? Ja, aber halt nicht so großflächig. Na, ich habe Sommersprossen sowieso und die habe ich halt im ganzen Gesicht und halt auch im Körper auch bestimmt. Und Im Körper. Dann haben wir eben festgestellt, dass ich auch tatsächlich den ein oder anderen Pickel habe. Das ist normal, das ist Haut. Ja, einfach weil jetzt gerade so ein bisschen die Zeit kommt, ne? Eisprung, Hallöchen, Popöchen, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Aber nee, das stimmt wirklich. Aber da glaube ich, ist es bei uns beiden ja auch so, dass wir einfach durch gute Hautpflegekooperationen sehr gute Hautpflege bekommen haben. Ja, das stimmt. Das ist halt so das Thema, ne? Hast du schon immer Lichtschutzfaktor benutzt? Nein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, als Kind sowieso nicht. Also gut, meine Eltern haben uns so ein bisschen eingecremt, ne? Aber halt so mehr schlecht als recht. Und also ich muss meine Eltern jetzt mittlerweile halt auch erziehen, dass sie Lichtschutzfaktor verwenden. Ja. Und nee, ansonsten, nö. Fand ich halt auch störend, ne? Ja. Weil wenn du nicht so erzogen bist, dass du Lichtschutzfaktor verwenden solltest, dann machst du es halt auch nicht im Erwachsenenalter. Wobei das halt so wichtig ist, vor allem, weil bei uns in der Familie so ein Thema Hautkrebs richtig intensiv ist. Echt, also, also wirklich bei meiner Mom wurde letztens auch was entfernt wieder und so, ne? Scheiße. Und ja, und da bin ich dann halt immer sehr, wenn Besuch da ist, dann stelle ich einfach auch die Tube Lichtschutzfaktor auf den Tisch, irgendwo in Schatten, weil es soll ja nicht in eine pralle Sonne, ne? Und weise die Besucher auch darauf hin, cremt euch mal ein. Mhm. Das ist ja freundlich gemeint, ne? Ich creme mich dann ja auch selber ein und creme ja auch Julius ein und so. Aber ich finde, das hat auch ein bisschen was von Gastfreundschaft, das zu machen. Ja. Tut nicht weh. Ich hatte bis zu meinem 30. war sogar Mitte 30er, würde ich sagen, habe ich nicht mal eine Hautcreme benutzt. Weil ich von allem, ich habe immer gute Haut gehabt, ich habe nie einen Pickel oder so gekriegt. Mhm. Aber wenn ich dann Hautpflege benutzt habe, hast du eigentlich aktuell eine Kooperation mit Typology? Jetzt gerade in diesem Moment nicht, aber es kommt was auf uns zu. Vielleicht habe ich zum Zeitpunkt der Videoveröffentlichung eine Kooperation mit Typology. Dann bekommt man was gratis mit dazu, dann ist natürlich der Link dazu auch in der Infobox. Ne? Genau, ich benutze nämlich hier gerade die großartigen Concealer, die finde ich fantastisch für unter den Augen, weil die bei mir auch mit meinen 44 Jahren halt null creasen. Ich müsste die nicht mal setten. Das ist richtig geiles Zeug. Das ist Hammer. Und für mich die besten Concealer. Ich verwende den Concealer von Nabla. Mhm. Zum einen befindet sich dieser aktuell in meinem Project Pen, was Melli gestartet hat. Das ist so unfassbar cool, dieses Projekt. Richtig geil. Habe ich heute noch, also heute, wo wir gerade drehen, das Update zu hochgeladen. Und da ist dieses Schätzelein drin. Und ihr bekommt ihn auch bei Purish. Und bei Purish könnt ihr auf meine Collections halt aktuell 15% sparen, ne? Bis Ende des Monats, das ist nicht mehr lange hin. Ansonsten sind es halt in Anführungsstrichen nur 10%, aber 15% ist nochmal besser. Vor allem, weil die jetzt auch gerade einen schönen Sale haben, ne? Mhm. Ja. Bisschen Werbung hier. Ja, gehört dazu. Ja, also ich hau ja auch immer mit Rabattcodes um mich, aber das ist halt die Sache. Man verwendet ja auch die Produkte, die man in Kooperationen bekommt. Und die liegen ja nicht nur einfach irgendwo auf Halde rum. Hm. Zum Beispiel dieser großartige Liquid Bronzer, der ja auch von Dalton kommt, habe ich in B154. Den finde ich ja auch richtig toll. Den hatte ja Dings hier, Enter Familia. Irina. Irina, die hatte den... boah, das ist ja schon Korfu, oder was war das, wo die den auch mit hatte. Das sah so geil aus und da habe ich den auch wieder rausgekramt und ich muss sagen, es ist schon ein feines Schätzelein. Hm. Der ist schon gut, das macht eine schöne Kontur und gleichzeitig diesen Bronzing-Effekt. Mag ich gerne leiden. Auch der in meinem Project Pen. Aphrodita 40. Tolle Idee von euch beiden. Könnt ihr gerne öfter machen. Fand das Dalton-Video mit euch und Nicole auf dem Dalton-Trip echt super. Das war auch ein bisschen witzig, ja, ne? War's auch.
wer ist da auf die Idee gekommen? Kann leider nicht live dabei sein, werde es mir aber im Nachhinein ansehen. Ist von dir ein weiteres Buch geplant? Ihr könntet doch ein gemeinsames machen. Bei Melanie weiß ich, dass sie schon mal genäht hat. Näht ihr euch aktuell selbst ab? Ab und zu schöne Klamotten oder wandelt bestehende um? Wenn ja, nehmt uns da gerne mal mit. Kommen bald wieder Try-on-Hauls, sehe ich sehr gerne. Okay, das waren sehr viele Fragen. Wir starten. Die Idee zu dem Real-Short-Ding hatte tatsächlich, das war Nicole, ne? Die hatte die Idee. Oder? Was, Nicole? Ich dachte, du warst das. Oder hatte ich die Idee? Eigentlich, da bin ich, glaube ich, du hattest die Idee. Dann hatte ich die Idee. Mhm. Stimmt, sie hatte die Schneideskills. Mhm. Du hattest das schauspielerische Talent. Haha. Ich fand das so geil. Ich habe immer noch dieses Puck, Puck. Ja. Dieses Geräusch auch dabei. Hat die arme Claudi jetzt Kopfschmerzen. Ich fand das so gut. Das hat echt Spaß gemacht. Wenn man einfach mal mit ein paar kreativen Köpfen zusammen ist, die halt nicht kamerascheu sind, dann machen wir uns nichts vor. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber im Privatleben, die Leute wollen nicht vor die Kamera. Das wollen die nicht. Selten. Und das ist okay. Nur wenn sie Alkohol aufhaben, leider. Das ist echt so. Und dann möchte man sie nicht zeigen, weil man sie ja nicht bloßstellen möchte. Ne? Und sie möchten dann halt auch nicht mehr online sein, sobald sie wieder nüchtern sind. Oder man fragt sie halt im nüchternen Zustand, wie das zum Beispiel bei dem 90er-Festival so war. Und da haben alle Mädels halt auch gesagt, komm, ja, mach. Mhm. Mach halt. Und die haben es auch nachher, glaube ich, ziemlich gefeiert. Ja, also das auf jeden Fall. Also da so war der Werdegang von diesem Reel. Und das ist halt so die Sache bei solchen Events, ne? Mhm. Man stellt sich das ja, glaube ich, immer so ein bisschen sehr chillig vor. Die Leute sind ja so voller Inspiration, so voller Arbeitswut. Mhm. Und wir sprudeln da ja alle so vor uns hin. Ja. Und das ist eben so das, was die Anstrengung in Anführungsstrichen ja auch ein Stück weit ausmacht, aber gleichzeitig halt auch den Mehrwert für euch. Ne? Ja. Also ihr bekommt ja Content, weil da so viele Ideen kommen und so viele Menschen, so viele kreative Menschen auf einem Haufen halt zusammengebracht werden und dann inspiriert man sich halt so gegenseitig. Und da entstehen dann halt auch solche Reels, Shorts, Kurzvideos oder generell Informationswellen, die wir uns gegenseitig dann auch geben. Dafür sind solche Events ja eigentlich auch gemacht, ne? Das ist ja kein Urlaub in dem Sinne. Und dadurch entstehen dann halt solche Ideen, die dann irgendwie einfach so zwischen Tür und Angel irgendwie gemacht werden. Mhm. Oder jemand macht so eine Art Brainstorming-Anfang und dann bam, 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 zack, hast du irgendwas zusammen. Ja. Und das ist halt echt total abgefahren. Und ich genieße das auch jedes Mal. Aber ich muss auch sagen, nach solchen Events bin ich immer so dermaßen fertig. Ich verwende jetzt von Colourpop den Pikachu Blush. Und also da bin ich wirklich durch. Aber ich genieße es trotzdem. Also das ist Hardcore, ganz einfach. Ja, und so entsteht der Kram dann immer. Ob ein weiteres Buch geplant ist? Ja, immer mal wieder in meinem Kopf. Auch da wieder diese Ideen. Oh ja, Catrice, das ist gut. Der ist gut. Von dieser kleinen Palette hier, Hollywood Skin, wurde ja mal gesagt, dass es eine Ähnlichkeit hat mit einem anderen, sehr viel teureren Produkt. Weil ich finde den Bronzer hier drin besser als von dem deutlich teureren Produkt. Echt? Der hält super. Cool. Ja. Ja. Also da muss ich... Sorry. Muss ich tatsächlich auch zustimmen. Ich mag die Palette. Also den mag ich wirklich. Mhm. Habe ich auch. Also muss man halt einfach gucken. Ne? Die Leute lesen halt leider nicht mehr so viel. Und das ist halt echt so ein Ding, das muss ich auch nochmal an dieser Stelle sagen. Ich finde es so traurig, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen halt so krass nachgelassen hat. Ich sehe es ja auch selber, ich mache jetzt ja auch ungefähr täglich einen Short hier. Und ich sehe auch die Wiedergabezeit von den Videos. Mhm. Und daran merke ich es halt intensiv. Ne? Also Kurzvideos sind halt wirklich gefragt und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich mag YouTube. Ich mag es so gerne, halt auch hier längere Videos zu machen, mit euch zu sitzen und zu quatschen, mit Melly mich zusammen zu schminken und einfach Spaß zu haben. Mhm. Und ich finde, dass man sowas einfach in einem einminütigen Kurzvideo bei weitem nicht so widerspiegeln kann. Und es macht natürlich ja auch was mit uns Menschen. Ne? Also ich muss jedes Mal, wenn ich meinen Freund dabei erwische, dass er da irgendwie stundenlang in irgendwelchen Kurzvideos rumscrollt, ich sag ihm das, weil der merkt das gar nicht mehr. Mhm. Und dann frage ich ihn auch so ganz frech, was hast du dir vor 5 Minuten da angeguckt? Das weiß der auch nicht mehr. Das ist schlimm, das ist echt schlimm.
Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mich bis heute wehre, mich bei TikTok anzumelden. Mhm. Also ich habe da ein Konto einfach nur, damit Melo Flori nicht wegkommt. Mhm. Jetzt habe ich zu viel Bronzer verwendet. Ich bin total fleckig. Und nicht schlecht. Ein bisschen sonnengeküsst, die Frau hier. Dafür werde ich jetzt ein bisschen schüchterner. Aber sehr süß. Mhm. Ist nicht so rot? Den kannst du wohl machen. Der ist, das ist einfach so, ich möchte. Also ich habe schon, mal hier und da kriege ich auch mal einen Kommentar, Melanie, deine Videos sind zu lang. Das passiert aber nicht so häufig. Die meisten sagen, deine Videos können gar nicht lange genug sein. Ich finde deine Videos großartig. Danke, ich deine auch. Weil du kriegst einfach ein paar Informationen mehr, als wenn, natürlich kann man auch alles kompakt in eine Minute packen. Hm. Aber deswegen, ich werde bei Instagram, auch bei Instagram werde ich nie so ein, ich werde da nie groß. Einfach weil ich, mir ist das so viel wichtiger, euch mitzunehmen, euch ein bisschen mehr zu erzählen und mir ein bisschen Zeit für euch zu nehmen. Als, wobei ich nicht sagen möchte, dass man sich keine Zeit nimmt, wenn man Instagram-Videos macht. Ne? Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ihr kriegt einfach mehr ja. In einem YouTube-Video. Und es ist auch, und wenn man dann sieht, so weiß ich auch, was du meinst, ne? Wenn man dann sieht, man hat irgendwie, nur mal als Beispiel, ihr bekommt einen Vlog von der Claudi oder von mir. Dann schauen wir, dass wir euch vernünftig mitnehmen, die Videos vernünftig geschnitten sind, so schlimme Patzer rausgeschnitten werden, vielleicht auch mal aus einem Video, das sonst irgendwie anderthalb Stunden Material hatte, auf eine Stunde kürzen. Um diese Arbeit zu leisten, sind wir aber 4-5 Stunden beschäftigt. Ja. Und die Infobox zu füllen, mit euch zu interagieren, Antworten zu geben, das ist ganz schön viel Arbeit. Hm. Dennis Amarex? Hm. Okay, ist gut. Hm. Okay. Aber das ist halt so schade, wenn dann die Aufmerksamkeitsspanne immer kleiner wird. Ja, das ist wirklich so. Aber ich bleibe einfach bei dem, was ich gerne mache. Und ich glaube, das ist halt auch das Richtige, ja. Dass man halt den Content produziert, den man selber konsumiert und den man selber liebt. Und das gefällt mir einfach auch viel, viel besser. Und ich glaube euch halt auch. Und dann finde ich das halt auch okay, wenn man jetzt nicht irgendwie eine, was weiß ich, Millionenreichweite hat oder sonst irgendwas, ja. Ne? Nö. Solange man sich selber treu bleibt, das ist halt das Wichtige. Genau. Weil ich merke es ja selber, wenn ich halt auch Shorts und Reels und so, das ist für mich ja im Prinzip alles das Gleiche, aber wenn ich sowas halt produziere, dann, man ist viel hektischer, ne? Und kommt dann auch einfach viel mehr so boom, boom, boom rüber und hat nicht so dieses Chilli-Milli. Man möchte ja auch ein bisschen catchy sein, dass man die Leute ja auch mitnimmt. Ne? Das heißt, du bist ja generell schon mal ein bisschen anders. Und ich mag mich hier einfach tatsächlich lieber. Ich mag es mittlerweile halt auch, ja, Shorts und Reels zu drehen, einfach um mal eben kurz ein bisschen Infos weiterzugeben. Ne? Melanie Luminoso. Oh ja. Ein kurzer Vergleich von, keine Ahnung, zwei Tonern. Oder ein kurzer Test von einem neuen Concealer oder so. Ja, okay, kann man da wohl machen, ne? Aber ich finde die Videoqualität von der, so schon mal nicht so schön, weil ich es halt ja auch mit dem Handy aufnehme. Dafür ist es ja auch gemacht. Du sollst es ja auch mit dem Handy aufnehmen und nicht mit einer Kamera, weil TikTok, Instagram, Reels und auch YouTube Shorts sollen ja eher so dieses unbearbeitete, schnelle, mal eben kurz zwischendrin sein. Mhm. Ne, das soll ja gar nicht diese High-Quality-Video-Geschichte sein. Mhm. Also von den Plattformen selber. Das ist ganz interessant. Die wollen das gar nicht. Und ja, das finde ich aber, also für mal eben kurz okay, aber für ein langes, erklärungsbedürftiges Produkt finde ich das irgendwie nicht so. Also gerade wenn ich jetzt so auch über Dalton Skincare oder so rede oder generell Skincare, habe ich es einfach lieber, dass ich euch ein bisschen mehr dazu erzählen kann, euch einfach auch mehr Infos gebe und nicht jetzt meinen ganzen Bildschirm voll proppe mit Informationen oder so oder das alles in die Caption reinpacke, sondern dass ich euch das sage, dass ich eigene Erfahrungen damit berichten kann und dafür brauchst du halt länger. Das ist normal, finde ich. Ja. Hast du jemals genäht? Das war auch eine Frage. Also, meine Oma hat uns damals auch immer den hast du, glaube ich, schon so oft leer gemacht, ne? Ja, ist jetzt gerade wieder leer. Wahnsinn. Das ist einfach schön. Das ist so abgefahren mit der Frau, was die da, die kriegt sowas einfach mal easy leer, ne? Aber ich habe ja auch, wenn du nur fünf Bronzer hast und zwei davon aktiv benutzt, werden die halt auch leer. Ja, okay. Ne? Wenn man viel testet und viel zeigen möchte, ja. Dauert es halt ein bisschen länger. Ja.
Also nee. Es ist, ja, nähen, also ja, als Kind hat meine Oma uns Nähen beigebracht. Tatsächlich sowohl Jungs als auch Mädels saßen dann mit Oma zusammen und haben genäht. Wir haben dann, es gab das damals, ne, dass man das auf diesen Backpapieren, hattest du irgendwelche Vorlagen für Kekse oder so. Ja. Zum Beispiel Bärchen und Enten und so. Und das haben wir immer genommen und daraus dann halt so kleine Kuscheltiere zum Beispiel genäht. Ich habe auch kleine Kleidchen für meine Puppen genäht und auch für meine Barbies natürlich. Oh mein Gott, und das hatten wir auch irgendwann in der Schule und da bin ich immer noch stolz drauf. Da habe ich ein Jeanskleid für meine Barbie genäht und da habe ich eine 1 für gekriegt. Also ich konnte schon nähen. Das war ein bisschen grobmotorisch und manche Sachen nähe ich auch nach wie vor. Klar, wenn Schatzi irgendwie einen Knopf verliert oder irgendwo was reißt oder so, dann kommt das Ding nicht in Müll, sondern es wird halt erstmal geguckt, dass man das irgendwie flicken kann. Aber im Großen und Ganzen jetzt selber so für mich Klamotten nähen, eher schwierig. Also da bin ich halt nicht so intuitiv, da bist du, glaube ich, mehr. Ha! Also ich mache das total gerne. Ja, ich mache das total gerne. Die letzten Monate, ich würde sogar sagen 2 Jahre, ist das total eingeschlafen. Einfach, weil sich meine Prioritäten verändert haben. Hm. Ne? Und ich tatsächlich lieber Zeit mit Menschen verbringe, als mich alleine in meiner Wohnung zu verbarrikadieren. Gerade in dieser Covid und ja, so ungefähr in dieser Covid-Zeit, wo man viel alleine zu Hause war, war das. Was ist das denn für ein Schatz? Das ist ein Highlighter, Special Guest Beauty and the Beast, Superschock Highlighter von Galapop. Superschock, die ist ein Knaller. Allerdings. Wahnsinn. Ich meine nämlich, der hat mir letztes Mal zu viel geglitzert, deswegen machen wir das jetzt mal nochmal als Second Impression. Ja. Mhm. Okay, das ist halt die Super Shocks. Mhm. Auf jeden Fall nähen im Moment überhaupt keine Priorität, was aber nicht bedeutet, dass es nicht hier und da mal wieder Thema werden könnte. Hm. Hab auch gerade über eine Freundin meines Herzmanns habe ich, die wohl sehr nähaffin ist. Bei mir ist das so, ich kaufe mir dann so ein High-End-Gerät und habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen kann. Ne? Ja. Und so ist es bei der Nähmaschine auch. Mhm. Vielleicht lasse ich mir mal Unterrichtsstunden oder so von ihr geben. Mhm. Wir werden sehen. Mhm. Wir werden sehen. Und ihr werdet auch sehen, wie das Ganze hier weitergeht. Denn wir sind jetzt beim Highlighter, aber es fehlen ja noch die Augen und die Lippen, ne? Mhm. Und das sehen wir gleich bei ihr auf dem Kanal. Also switcht gerne rüber. Ich verlinke euch das natürlich auch hier so zwischen und um uns herum. Und ja, da geht dann die Party weiter. Ich finde, deine Base sieht fantastisch aus. Ehrlich? Ja. Danke. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Bei dir aber auch. Dankeschön. Schöne Maus. Hm. Ihr Lieben, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und euch ein paar Infos, wie auch immer, eure Fragen ein bisschen beantworten. Und wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von und lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.